Herzlich willkommen zurück zu Spellforce 3. Wir wollen jetzt zur Wildnis Iskandas reisen, denn dort wird unsere Hauptquest fortgeführt. Mal gucken, was uns da erwartet. Wir wollen auf jeden Fall die Reinheit des Lichts vernichten. Ja, wir können sie auf jeden Fall aufhalten. Vernichten. Genau. Ah, und jetzt müssen wir uns wieder entscheiden. Natürlich nehmen wir wieder unseren guten alten Freund Wormit und Ohen und Anga Arandir ist dabei. Scheiße! Das heißt, wir hätten jetzt keinen Tank. Aber weißt du was? Scheiß auf Tank! Genau, wir waren zwar ohne Tank. Yuko ist Tank genug. Ja, Yuko ist tanky genug. Ah, jetzt nur noch Box, natürlich. Jetzt sind wir zufrieden. Wir brauchen kein Tank. Ja, jetzt haben wir ja Yuko sowieso die krasse Plattenrüstung angelegt. Die hält jetzt einiges aus. Wichtig ist jetzt auf jeden Fall, dass wir Ron und Gorm mitnehmen, weil wir wollen den beiden noch Tränke geben, damit sie gewisse Helme tragen können. Gut, halt. Danke. Kleines, krankes etwas. Gott, ich glaube, ich bin echt krank. Oh, nö. Taha, gut, dass ihr hier seid. Ich habe alle Vorbereitungen getroffen. Der Außenposten wurde errichtet und die Männer sind schlachtbereit. Verstehe. Was ist mit der Reinheit? Mit wie viel Widerstand haben wir zu rechnen? Mit einer Menge. Ich weiß nicht, wie Lakaien es geschafft hat, aber sie haben diese alte Festung in eine Bastion verwandelt. Bah. Ich wette, seine Allfeuermagie hat damit zu tun. Yay. In jedem Fall haben wir zwei Optionen. Entweder wir greifen sofort an, oder wir verstärken zuerst unseren Außenposten. Was am Ende zählt, ist, dass wir die alte Festung stürmen und erobern, um die Armee der Utran hinter der Mauer hervorzulocken. Die Entscheidung liegt bei euch. Gehen wir erstmal zum Lager. Ich will mir einen Überblick verschaffen. Überblick? Oh ja, bitte. Ganz in Ruhe. Dankeschön. Okay, es sieht jetzt nicht ganz nach in Ruhe aus, aber egal. Erstmal Ruhe kriegt. Einen Skillpunkt in Constitution. Dann erhält noch Gore gleich einen Punkt. Aber erstmal bekommt er die Frosthülle. Gore. Frank. Dann kriegst du wieder auf Frosthülle. Okay, weiß ich auch nicht mehr. Konstitution. Und jetzt legen wir ihm diesen Helm an. Wow, voll stylisch. Den geben wir dann die Haube. Oder den. Den Helm. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Ja. Ja. Immer das hier. Beides doof aus. Alles klar. Okay, seine Rüstung. Ja, er hält auch einiges aus. Die Rüstung des Herrn Arandirs. Ah, sowieso eine geile Rüstung. Irrsinn. Myra. Ich kann einfach immer noch nicht glauben, dass Lakaien sie in dieses Ding verwandelt hat. Wisst ihr, Taha, von uns Arandir-Kindern war sie immer die, ich weiß nicht, die friedlichste. Sie wollte immer Harmonie. Und immer, wenn meine Schwester oder ich uns stritten, war sie diejenige, die uns wieder versöhnt hat. Hatte sie nicht angeordnet, die Grenzen Utrans für die Flüchtlinge zu schließen? Ja, weil ich ihr dazu geraten habe. Es hat ihr das Herz gebrochen. Aber reden wir nicht darüber. Also du hast doch damit angefangen. Naja, wir speichern jetzt schon mal. Und ja, ich habe letztens mal aus Versehen unseren Spielstand überschritten. Aber es war kein Problem. Ich meine, so weit, nicht so weit davon entfernt. Ich meine, immerhin habe ich nicht so schnell weitergespielt. Dass dann die Autosaves überschrieben wurden. Also war noch alles im grünen Bereich. Beeindruckend. Ja, eine ordentliche Streitkraft. Nett. Aber dennoch, es wird nicht einfach. Wir müssen wohlbedacht vorgehen. Was schlagt ihr vor? Gleich angreifen oder zuerst unsere Verteidigungen verstärken? Verteidigungen verstärken. Gute Idee. Wir wissen immer noch nicht, wie stark genau die Reinheit ist. Exakt.
Das stimmt. Allerdings müssen wir ganz von Null anfangen, mal wieder. Bisschen, ein kleines bisschen doof. Oh, du hast doch schon 200. Ja, einen Haufen Einheiten haben wir auf jeden Fall. Das stimmt. Also nicht nur so ein bisschen, sondern das sind schon extrem viele Einheiten. Also rein theoretisch könnten wir ja schon losdüsen. Ich meine, mit der Armee, da hätte ich echt keine Sorgen, was das angeht. Überhaupt nicht. Wenn man das schon am Anfang hat, dann Gebäude soll das errichtet. Ja, ne? Dann kommt da bestimmt irgendwas Großes. Jetzt kann man sich das vorstellen. Oder man heißt Yuko und rennt alles nieder. Wir gucken erstmal, von woher die kommen und dann werden die schon ihre Position verraten. Gut, wir werden schnell sein. So, haben wir hier noch irgendwo einen Steinbruch? Ja, dort haben wir einen Steinbruch. Steinbruch brauchen wir ja nicht so krass. Ein Bauernhof. Bauernhof kann man gebrauchen. Da! Da sind sie. Ich hab's gesehen. Gebäude errichtet. Woher kamt ihr? Oben? Okay. Geh mal drin. Einfach mal gucken. Gucken wir mal so. Die App ist jetzt nicht so groß. Oh. Gebäude errichtet. Wir können jetzt unseren Kumpel Gore in einen Sippenfresser verwandeln. Ich bin schon ganz gespannt, wie der abgeht. Dann verwandel ihn mal. Hey. Oh, ich blut! Balrak, wir werden angegriffen! Oh nein, wir werden angegriffen! Oh! Ah! Da ist, da war was. Da, ich hab's gesehen. Genau dort. Ich hab cool. Nichts gesehen. Okay, wir wagen uns auf jeden Fall weiter vor, das ist sicher. Usch. Ah, es ist so wunderschön. Das kann ich im schweren Modus nicht machen, ne? Also meine Charaktere sind jetzt momentan übelst schwach. Kriege ich voll auf die Fresse. Aber so richtig. Genau, wir bauen hier erstmal vor einem Bauernhöfe. Auch Nahrung. Wie sieht's mit der Eisenmine aus? Gibt's hier nicht, ne? Nö, nichts. Okay, gut. Irgendwie ein Bauernhof oder sowas. Zack. Auch Nahrung. Das ist jetzt irgend so ein Käfig. Ihr bemerkt, getrocknetes Blut auf den Stäben des Käfigs. Sieht so aus, als wäre demjenigen, der gefangen war, die Flucht geglückt. Oder das kennen wir sogar. Er ist gestorben. Jetzt kommen wir jetzt gerade wie so ein Geistesblitz. Das kommt mir jetzt auf. Geistesblitz. Okay. Weiter geht's. Ist auf jeden Fall diese Überwachtung, okay? Diese feste. Wow, okay. Wow, okay. Alles klar. Für Myra! Ah! Gebäude errichtet. Ruf da! Volles Karacho. Ja, doch. Nein, Jusa, so schnell geht das nicht.
Da geht das so schnell. Du musst es nur wollen. Los hier! Ach nee, hier. Wollte ich. Nicht toll, einen Sippenfresser dabei zu haben. Ja, natürlich ist es toll. Los, Leute! Scheiße aufbauen! Da brauchst du einen Baum. Gebäude errichtet. Echt mal, sowas für Noobs? Balrak, wir werden angegriffen! Ah ja, I know. Unsere Krieger sind hungrig, Häuptling. Wir brauchen mehr Nahrung. Ich soll gesagt. Stadtzentrum, vernichtet es! Verdammt, wir haben einen Sektor. Aha. Ich war mir bis eben noch nicht sicher. Aber ihr wisst, wie man eine Schlacht schlägt. Was nun? Wir müssen uns hier verschanzen. Oh, Schatz. In diesem Zustand wird die Festung keine Minute gegen einen Ansturm der Utran-Armee standhalten. Und ich bin mir sicher, diese Soldaten, die geflohen sind, haben Myra bereits informiert. Oder wer auch immer sie kontrolliert. Gut. Hoffen wir, dass es eine Weile dauert, bevor sie zurückschlagen. Je mehr Zeit wir haben, um uns vorzubereiten, desto besser. Wie steht es um euren Infiltrationstrupp? Ihr sagtet, ihr habt Verstärkung angefordert. Untergast wählen, Iskrim wählen, Uram wählen, Iria wählen, Iana wählen. Es gibt keine Verstärkung. Was? Warte. Keine Ahnung. Wie nehmen wir denn? Einfach Iskrim? Ja, Iskrim ist auf dem Weg hierher. Er sollte bald an der Grenze sein. Gut, dann sollten wir die wenige Zeit, die uns noch bleibt, nutzen, um uns vorzubereiten. Wir... Korporal Taha. Ja? Die Armee der Utraner. Wir haben sie an der Grenze gesichtet. Genau wie ihr vorhergesagt habt. Wie lange bis sie hier sind? Ich weiß nicht. Aber momentan stehen sie still. Ich schätze, dass sie sich vorbereiten. Was ist mit meiner Schwester? Ist sie auch dort? Nein, Herr. Ist sie nicht. Verstanden. Wegtreten, Gefreiter. Herrin. Verdammt. Das ging schneller als erwartet. Was nun? Wir müssen schnell handeln. Positionieren wir unsere Truppen, verstärken wir Engpässe, sichern wir so viel Territorium wie nur möglich. Sobald die Reinheit angreift, werden wir all unsere Kräfte darauf konzentrieren müssen, sie abzuwehren. Während ihr und der Infiltrationstrupp die Grenze überqueren müsst. In anderen Worten, das ist unsere letzte Gelegenheit, uns vorzubereiten. Je länger wir die Utraner abwehren können, desto mehr Zeit werdet ihr haben, die Runenträger ausfindig zu machen. Verstanden. Dann legen wir mal los. Ja, gut. Ich hatte eigentlich, wollte ich schon längst hier Leute wiederbeleben und so weiter. Aber du hast mich wunderbar abgehalten. Super. Also Chance, einen Wiedergänger herbeizurufen, der euch beisteht, wann immer ihr getroffen werdet. Wow. Nice. Aber also was für eine Chance? Geringe. Wir müssen unsere Verteidigung... Deshalb bin ich hier. Ihr seid ein erfahrener Feldherr. Was schlagt ihr also vor, dass wir tun? Oh. ich sollte mich wohl geehrt fühlen. Zuallererst müssen wir so viele Soldaten wie möglich in den Kasernen bewaffnen und sie an den Engpässen stationieren. Ach, wirklich? Ich werde sie einzusetzen wissen, sobald ihr und der Infiltrationstrupp loszieht. Zweitens, wir müssen Verteidigungsanlagen bauen, namentlich Türme. Und zwar eine Menge davon. Es gibt nicht allzu viele Routen, auf denen die Utraner uns attackieren können. Also müssen wir sicherstellen, dass diese so gut wie möglich bewacht sind. Und zuletzt, wir müssen einen stetigen Zufluss an Ressourcen und Vorräten garantieren.
Je besser wir versorgt sind, desto länger können wir dem Angriff standhalten. Ressourcen, Soldaten, Türme. Verstanden. Danke, Anger. Nichts zu danken. Findet einfach Myra. Das ist das Wichtigste. Genau, danke, Anger. Ich meine, ohne diesen Hinweis, da hätte ich jetzt überhaupt nicht gewusst, was ich zu tun habe. Hust. Ja, so aufgeschmissen. Ja, fuck off. Gebäude errichtet. Oh, errichtet, sehr schön. Was ist das hier? Das ist der Spähposten. Cool. Und dann go. Bewegt euch. So, hier irgendwo, da unten gibt's Gedönse. Hier unten auch noch irgendwo ein Spähposten. I don't know. Auf jeden Fall müssen wir diesen Posten hier benutzen, um Türme zu basteln. Was sagt die Karte? Gebäude errichtet. Karte sagt nein. Ah, hier ist Eisen. Ist das auch Eisen? Ha, okay. Gut, schön. Aber ich habe jetzt schon die ganzen Leute hier zugeteilt. Fuck off. Damit. Okay. Das ist eben anders irgendwie. Muss man anders machen. Eisengrad wichtig. Eisen verdammt wichtig. Also Eisenmine hier irgendwo war die. Gebäude errichtet. Wo gibt's Eisen? Da. Doch, wird auch Zeit. Eisenschmelze. Da. Aber das ja mal aufwerten. Nein, gerade nicht. Warum nicht? Achso, weil das gerade. Naja, weg. Weil es gerade am Bauen war. War es zumindest. Wir haben jetzt aber noch so viele Einheiten. Verdammt, was sollen wir nur damit tun? Ich würde sagen, wir gehen sofort los und preschen voran. Sprechen jetzt nochmal und dann geht's ab. Begleitet euch auf den Gegenschlag vor 16 Minuten. Gebäude errichtet. 16 Minuten haben wir Zeit, echt? Wow. Das ist schon eine Menge. Das ist eine Menge. Aber wer weiß, wie das aussieht, dann, dass es echt eine Mega-Armee ist und du da Probleme hast. Naja, die meisten Leute, die wir jetzt haben, ja, wir haben jedenfalls schon eine riesige Armee. Das ist sicher. Ah, sehr gut. Kann ich mal den Stein holen. Hier mit den Leuten weiter. Erkunde das Gebiet. Außenposten. Der Außenposten wurde errichtet, Häuptling. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Sowas von Außenposten und so. Holzfällerhütte bauen. Gebäude errichtet. Steine. Hier irgendwo in der Nähe. Steine. Steine, da. Da gibt's Stein. Doch nicht. Ah, doch hier. Zack. Okay, ich merke, also die Stärke bei den Orks liegt einfach daran, dass jeder Grenzposten Ork-Einheiten bereitstellen kann. Das ist cool. Die Elfen können das zum Beispiel nicht. Können, glaube ich, nicht einfach so irgendwelche Einheiten basteln, oder? Naja, nicht, dass ich jetzt auf Anhieb wüsste. Gebäude errichtet. Okay, auf jeden Fall Wachtürme basteln. Gebäude errichtet. Auf jeden Fall überall Wachtürme hin. Wachtürme. Ich bin mir halt nicht sicher, von woher die kommen. Verdammt, beeilen wir uns.
Das sind jedenfalls Gegner. Und können sich die Helden kümmern. Eine Abscheulichkeit. Tötet sie. Das ging schnell. Okay, weiter geht's. Ah, ich bin auch um einiges schneller geworden, muss ich sagen, mittlerweile. Der Außenposten wurde errichtet. Ich weiß jetzt schon mehr, was ich tun muss. Am Anfang war es jetzt auch nicht so einfach, muss ich sagen. Weiter zuweisen. Mehr haben wir jetzt gerade nicht. Bessere Tornister auf jeden Fall. X-Gruppe. Gebäude errichtet. Ja, ist okay. Hier noch alles ausbessern. Alles Gebäude errichtet. Gebäude errichtet. Auf jeden Fall noch eine Kriegsschmiede. Oder ich hier noch eine Kriegsschmiede. Unser Karl gewinnt an Macht. Gute Nachrichten. Wir haben eine neue Technologie entwickelt. Hupa! Schauen wir mal, wo die sind. Vielleicht Gebäude finden errichtet. Wir sie noch. Wer weiß. Gegner? Ja. Gebäude errichtet. Der Außenposten wurde errichtet, Häuptling. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Gut. Sehr gut. Gebäude errichtet. Uiuiui. Mehr Holz! Mehr Holz! Fehlt an mich Holz! Holz zu schieben. Holz! Gebäude errichtet. Gebäude errichtet. Was für eine Essenz? Was für ein Funken der Essenz? Wir werden schnell sein. Die Türme kann ich lustigerweise von den Orks nicht verbessern. Jetzt mal, die Türme sind von den Orks auch nicht so toll. Also. Ist es wirklich mit Absicht, dass die Türme der Orks nicht so gut sind, weil die anscheinend wirklich auf Angriff gehen? Im Angriff sind die auf jeden Fall ziemlich unaufhaltbar, so wie es aussieht. Würde ich mal so behaupten. Ist auf jeden Fall eine Stadt. Hallo Stadt. Verdammt, hier kommen wir nicht durch. Volle Ablenkung, unterbricht Zauberwirken bei Treffer. Cool. Eigentlich auch eine super Tankwaffe, wenn wir nur den anderen Streitkolben nicht hätten, der so toll ist. Toll. Gebäude errichtet. Hier kommen wir nicht durch. Naja, mal schauen. Was sagt das uns? Keine Ahnung. Da kommen wir auch nicht durch. Sind das alle von hier oder wie? Man weiß es nicht. Okay, aber man weiß es nicht. Also ja, anscheinend kommen die wirklich von dort. Ich denke mal nicht, dass die von da kommen. Ah, da ist wieder so ein Monolith, so ein Totem. Wie auch immer. Also die sieht man fast in jedem Level. Auf jeden Fall muss man die alle aktivieren und dann scheint irgendetwas zu passieren. Was es ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall werden wir mal die Einheiten hier lassen, weil habst du das Gefühl, dass sie von hier kommen werden?
Eine gute Frage, aber ich schätze mal schon. Okay, ihr habt hier noch wegen Steinbruch oder sowas. Ja, auf jeden Fall haben die hier Eisen. Also, why not? Eisenminen hier mal hin basteln. Vielleicht mal Holzverleute. Ich meine nicht, dass ich hier was großartig bauen werde. Jedenfalls nicht in diesem Gebiet. Noch 8 Minuten und ein paar Sekündchen. Ins Posten. Einbruch. Ein Bauernhof. Direkt ein Bauernhof hingebastelt. Das jetzt errichtet? Ich bin mir nicht sicher. Oh, hi. Hallo, du Gegner, den ich jetzt mal vollkommen ignoriert habe. Gebäude errichtet. Vorsicht vor den Klauen. Ah, sollte man nicht tun. Ich hab's getan. Gebäude errichtet. Ich wollte sagen, ah, jetzt habe ich das gemacht. Mist. Das sollte man nicht tun. Genau das darf man nicht tun. Man muss zuerst den Gottstein legen und dann die Basis. Dammit. Verkackt. Ein Denkmal in gefallenen Helden gewidmet, die Inschrift auf dem Stein lautet: Jene, die Erleuchtung suchen, werden unermesslich erreicht. Immer zu teilen. Alles klar. Arbeit, Arbeit. Ja, ich hatte jetzt hier diese Teile hier. Wo sind die denn? Ah, was habe ich gemacht? Was tust du? Weiß es nicht. Ah, warum tust du das? Ich suche die Forscher, die Kriegsschmieden, genau die. Genau die habe ich da. Orkische auf die Wüste kämpfen in Ras, sobald die verwundet werden. Okay. Und orkische Speerwerfer, okay. Gezackt Hex hier. Rohlinge, genau, Rohlinge wollte ich machen. Und dann, Verwüster, weiß ich jetzt nicht. Gesegnete Speere. Speere orkischen Jäger sind jetzt von Zarath gesegnet, was ihnen geschah. Angelegen uns hier im Feuerschein zu. Ja, warum nicht? Und, ja, ansonsten. Wirft Felsbrocken der feindlichen Gebäude erheblich Schaden zufügen und die Boden in Flammen stecken. Das ist nicht. Das ist eine Einheit, oder? Ja, das ist eine Einheit. Oh, cool. Der kostet 10 Steine und. Okay. Whatever. Why not? Ja, kann man machen. Jetzt gerade nicht so viel, oder? Wie man merkt, kann man hier ein bisschen überfordert sein. Vielleicht ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Oh. Ich weiß zur Zeit noch nicht, von woher die kommen. Bis hier oben. Wer seid ihr und was wollt ihr hier und wer bist du? Scheint, als hätten die Flüchtlinge das Lager verlassen. Gespenstisch. Das war jemand. Reden wir mal mit ihm. Ich bereue. Wie meinen? Ich sagte, ich bereue. Ich habe Aonir in mein Leben gelassen und sein Licht angenommen. Also bitte, tötet mich nicht. Er denkt, wir gehören zur Reinheit. Oh, nicht? Dann, wer seid ihr? Nur einfache Reisende. Reisende? Verstehe. Hört her. Ich will wirklich keinen Ärger. Tut einfach, was ihr zu tun habt, und ich werde euch nicht dabei in die Quere kommen. In Ordnung? Okay. In Ordnung. Aber wenn ihr irgendetwas wisst, was uns in unserem Kampf helfen könnte, solltet ihr es uns mitteilen. Tja, es tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Aber da fällt mir nichts ein. In Ordnung. Tiaras Segen. Tiaras Segen. Oder Aonirs Licht, wie auch immer man heutzutage sagt. Okay. Vielleicht hätte ich sagen sollen, wir sind Feinde des Roten. Gute Nachrichten. Wir haben eine neue Technologie entwickelt. Das sieht nach einem Tunnel aus, oder? Ja, und ein ziemlich gut befestigter. Könnt ihr ihn öffnen?
Nein, aber ich bezweifle sowieso, dass er uns in die Burg führen würde. Vielleicht haben wir später eine Verwendung für ihn. Ja. Ja, zum Beispiel diesen unterirdischen Tunnel beim Immerlicht. Den haben wir gekonnt ignoriert. Also dachten wir, brauchen wir nicht. Hm? Und so auch. Dann nur so ein Tunnel. So ein Blödsinn. Ha. Wir kommen hier echt nicht durch. Das ist schlimm. Wollt ihr echt, dass wir uns vorbereiten? Wow. Linke Füße. Also gute Elfen. Nachrichten. Wir haben eine neue Technologie entwickelt. Machen wir es jetzt? Ja, gut. Ansonsten sieht es ja ganz gut aus hier. Ja, ja, das hier noch. Türme bauen. Da ein Turm. Und gut. Gehen wir hier so Richtung Mitte ein bisschen. Ich weiß nicht, von wo die kommen. Von rechts, von links, I don't know. Oben, von an. Vielleicht von überall, who knows. Und Turm hin. Ah, wohin mag nur die Reise gehen? Ah, guckt nicht überall rum. Ja. Ich meine, die Arbeiter. Ach, haben sie schon. Die spucken hier. Wie die Wilden. Wie die, die Orks. Ich gepustet habe. Also, solange du nicht rumspuckst dabei, ist alles okay. Dann ist sie mir Latte. Oho. Gebäude errichtet. Was? Ich kann das nicht machen. Wieso nicht? Der weitere Arbeit zur Verfügung ist beständiger. Auch weil es immer noch am Bauen ist, oder was? Oh Mann. Dann greifen die uns an und sind wir so down. Speichere ich hier. Gebäude errichtet. Speichern. So wichtig. Wie noch nie zuvor. Das wirklich nicht. Und ja, Holz und Stein und so weiter wird abgebaut. Die Sau. Ins Posten. Gut, wir werden schnell sein. Balrak, die Nägel sind draußen. Hol mir jemand gefälligst neue. Okay. Ins Posten. Vielleicht werde ich hier noch irgendwie diesen Grenzposten ausbessern. Gute Nachrichten. Wir haben eine neue Technologie entwickelt. Militärische Eliteeinheiten könnten wir gebrauchen. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das so funktioniert. Er kostet 8 Bevölkerung benötigt. Da können wir nicht hin. Wir haben hier nur 6 Platz. Ist. Gebäude errichtet. Wie sieht's da aus? Verdammt, die warten ja immer noch auf die Rohstoffe. Oh, und das ist kacke. Wieso? Geht hier etwas? Ein wenig Weg? Ja, wir haben jetzt sowieso keine Zeit mehr. Muss mal gucken, von woher die kommen. Das Kapitel darf fest und was darf nicht zerstört werden. Kapitol. Kapitel? Ich hab Kapitel. Kommen Sie. Alter, oh, gleich 3 Stück. Oh nein! Ein Elite-Krieger. Ach da, okay. Jetzt sieht's interessant aus. Aha. Von wo kommen die jetzt genau? Irgendwie von überall, so wie das aussieht. Ach, jetzt bin ich auf einmal dort, oder was? Ganz plötzlich. Es geht los. Zeit, uns in den Rest des Planes einzuweihen. Wie sollen wir hinter ihre Linien gelangen? Ihr werdet euch mit einem Spitzel treffen. Herr Veus. Ein Spion. Ja, er arbeitet bereits seit eurer Flucht aus Grauschanze für die Reinheit. Einer von Sentenzas ehemaligen Männern. Bevor wir von Mulandir hierher aufgebrochen sind, habe ich ihn angewiesen, die utranische Armee zu infiltrieren.
Er erwartet euch in der Nähe des östlichen Teils der Mauer. Okay. Ja. Wie wird er mich erkennen? Gibt es eine, ich weiß nicht, eine Losung? Vergebt mir, wenn ich eure Spionagefantasien zerschmettere. Aber euer Gesicht ist, besonders in der Wolfsgarde, gut bekannt. Er weiß, wen er zu erwarten hat. Okay. Dieser Herr Veus. Wie sicher seid ihr euch seiner Loyalität? Nach dem, was zwischen mir und Sentenza geschehen ist, könnte er... Nein, ich kenne Herr Veus persönlich. Und er ist einer der fähigsten und loyalsten Spione in den Rängen der königlichen Armee. Verstanden. Helft mir nochmal auf die Sprünge. Was genau tun wir, sobald wir die Runenträger gefunden haben? Wir töten sie und nehmen die Rune an uns. Sobald sie in unserem Besitz ist, können wir Herrin Myra befehlen, den Angriff abzubrechen. Und dann bringen wir dieses Ding in den Nexus und zerstören es unverzüglich in der Schmiede, um die Gedankenkontrolle zu beenden. Korrekt? Korrekt. Ihr könnt einen Gottstein verwenden, um aus Utran wieder hierher zu kommen. Sobald ihr Myra habt. Das ist sicherer. Gut. Sonst noch was? Ja. Beeilt euch und vermeidet unnötiges Kämpfen. Jetzt geht Taha. Und viel Glück. Okay. Ich wollte gerade sagen, kämpfen. Hey! Erfahrungspunkte. Wir sind so kurz vor 21. Ja, das sowieso. Erfahrungspunkte. Immer noch. Ja, damit. Unnötiges Kämpfen. Ha, stellt er sich nur vor. Geht gar nicht. Finde den Spion. Okay, also jetzt einfach reinschleichen. Aber wir haben ja schon sozusagen gesehen, wo wir ungefähr lang könnten. Oh, da ist ja auch so ein Gedöns. Da oben hin? Nein. Also ja. Ich weiß jetzt nicht, wo die Gegner sind, aber die können von mir aus da bleiben, wo sie sind. Egal. Und der NPC, der baut jetzt fleißig, wo ich mir gerade denke, what? Warum haben wir jetzt die ganze Zeit gebaut? Das ist jetzt gerade so eine Mission, die ich nicht verstehe. Wir haben jetzt die ganze Zeit gebaut, aber für was? Warum? Oh, dafür, hi, Leute. Dass er weiter bauen kann. Was geht ab? Nein, hier, Sippenfresser, go. Dann aber leider keine Feuerbälle mehr wirken. Oh. Boah, ist der Sippen. Das wird es unseren Scheiße ein wenig leichter machen. Ich will nichts sagen. Aber so ein fucking Feuerball, den ins Face zu schleudern, ist um einiges effektiver. Oh. Okay, sollte mal ein bisschen zusammenbleiben. Ein bisschen, ne? Was? Das ist alles? Ich habe gerade erst angefangen. Das ist ja schlimm. Sau schön. Sein, dass sie allgemein einfach nur mehr aushalten als sonst? Das wird es unseren Truppen in der Festung ein wenig leichter machen. Ja. Geheimnis des Reinen. Questgegenstand. Mysteriöse Andenken der Reinheit. Es sieht so aus, als wäre es der Teil eines größeren Art. Oh nein, bitte nicht. Nicht noch mehr Nebenquests, die wir nicht erfüllen können. Warum? Wieso? Ich verstehe das nicht. Muss man das verstehen? Ich hoffe nicht. Das sieht nach einem Tunnel aus, oder? Ja, und ein ziemlich gut befestigter. Könnt ihr ihn öffnen? Nein, aber ich bezweifle sowieso, dass er uns in die Burg führen würde. Jetzt. Vielleicht haben wir später eine Verwendung für ihn. Okay, dann muss ich jetzt. Das ist noch so ein Schatz. Vielleicht von hier lang irgendwie. Toll. Hat einfach nur. Niemand hier. Schütze ist vor der Schlacht geflohen. Sehen wir uns mal die Umgebung an. Bündel.
Ja, so ein Wachturm, wo keiner steht. Hier ist auch noch irgendwas, ein Beet. Hm, das sieht nach einem Tunnel aus, oder? Noch ein Tunnel. Und ein ziemlich gut befestigter. Könnt ihr ihn öffnen? Nein, aber ich bezweifle sowieso, dass er uns in die Burg führen würde. Vielleicht haben wir später eine Verwendung für ihn. Die ganze Armee war hier. Jetzt ist die weg. Versteh's nicht. Warum? Aber... Nerv dich doch. Ich war noch überall. Ich meine, warum? Okay, ist eigentlich nicht mit den Kämpfen, aber drauf geschissen. Das ist gerade sowieso nicht wirklich, was ich machen soll. Ah, gut. Den Typen finden. Das Zelt darf nicht zerstört werden und einen Spion finden. Natürlich. Wo ist er nur? Wo ist der nur? Aber hier irgendwo sein denn hier? Hättest du gedacht, vielleicht im Wald? Du guck mal, da ist ein Ausrufezeichen. Genau. Da. Hä? Hey? Aber da war ich doch gerade. Hat geguckt. Hab nichts gefunden. Habe ich nicht richtig hingesehen. Bin jetzt verwirrt. Bin mir sicher, dass ich da hingeguckt habe. Ja, egal. Dann gehe ich nochmal zurück. Guck nochmal nach. Vielleicht ist er jetzt da. Gut, eigentlich sollte man das hier nicht tun, was ich da gerade mache, aber ich kann es. Also von daher. Einfach. Einfach machen. Versteh's nicht, ich hatte hier eine Armee und so gehabt und ich dachte Rohstoffe sammeln und nö, anscheinend nicht. Das ist einfach nur bauen, bauen, bauen und bauen. Mehr nicht im Grunde. Das ist schade. Bin jetzt gerade, also von der Mission bin ich jetzt enttäuscht, muss man sagen. Ja, vielleicht kommt er später noch. Da was. Ist er. Herr Veus, richtig? Hm, und ihr seid Taha, was? Ich schätze mal, ihr erinnert euch nicht an mich, oder? Sollte ich? Einerlei. Also, Anga hat mir von eurer Mission erzählt. Gedankenkontrolle, Forma-Runen, klingt alles ziemlich abenteuerlich, wenn ihr mich fragt. Hier ist das Problem. Wenn diese Runenträger wirklich existieren, sind sie vermutlich gerade im Nordwesten, im alten Lager der Iskander-Loyalisten. Ja. Wo wir schon davon sprechen, was ist aus den Rebellen geworden? Größtenteils Hackfleisch. Die Reinheit hat ihnen angeboten zu bereuen, aber die meisten von ihnen haben sich geweigert. War ein ziemlich hässliches Schauspiel, wie ihr euch denken könnt. Verstehe. Und wie kommen wir über die Mauer? Warum hat die Reinheit sie überhaupt gebaut? Die Reinheit? Nein, das versteht ihr falsch. Das waren die Utraner, nachdem die Flüchtlinge einfach nicht aufgehört haben, unsere Grenzen einzurennen. Aber um eure Frage zu beantworten, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste führt, haltet euch fest, geradewegs durch das Tor. Aber es wird verdammt schwer, einen passenden Moment zu finden, solange die utranische Armee hindurchmarschiert. Und die zweite? Die ist ein wenig komplizierter. Angeblich gibt es Tunnel, über die Schmuggler früher Waren über die Grenze geschmuggelt haben. Ach, wirklich? Es heißt, dass ein paar der Flüchtlinge sie für sich entdeckt und genutzt haben. Ja, davon haben wir schon ein paar entdeckt. Klingt beides riskant, wenn ihr mich fragt. Einen Moment abzuwarten, um durchs Tor zu stürmen, könnte uns unser Leben kosten. Und den Tunnel zu suchen Zeit. Außerdem wissen wir nicht einmal, ob er wirklich existiert. Gut beobachtet. Ah, total viel Zeit. Aber ich befürchte, mehr habe ich nicht im Angebot. Sobald ihr es aber mal über die Grenze geschafft habt, sollte es leichter sein. Vermeidet einfach die Patrouillen. Ihr meintet, wir hätten uns schon einmal getroffen. Ja, aber ich glaube, das ist kein guter Zeitpunkt, um in der Vergangenheit zu schwelgen, oder was meint ihr? Ach doch, wir haben Zeit. Ich meine, jetzt haben die wenigstens unsere Einheiten gefunden, benutzen die auch. Habt ihr eine Vermutung, wo diese Tunnel sein könnten? Nein. Aber an eurer Stelle würde ich einfach die Mauer absuchen. Wirklich? Alles klar. Danke, Herr Veus. Nichts zu danken. Wenn dieser Gedankenkontrollstein wirklich existiert, dann müsst ihr ihn zerstören. Niemand sollte so eine Macht haben. Wir werden unser Bestes geben. Passt auf euch auf. Okay, wir gleich vielleicht. Wenn die Flüchtlinge die Schmugglertunnel benutzt haben, könnten wir in ihrem alten Lager vielleicht Hinweise finden. Gute Idee.
Mal bitte aufhören, so viel klug zu scheißen. Dankeschön. Das sieht nach einem Tunnel aus, oder? Ja. Ja, und ein ziemlich gut befestigter. Konversation hatten wir schon zigtausendmal. Vielleicht haben wir später eine Verwendung für ihn. Hä? Hä? Was? Wieso? Will mehr über den Tunnel heraus, findet seinen Weg in den Tunnel. Wie jetzt? Muss wahrscheinlich alles ablaufen. Ja. Nee. Ja, wenn das nicht geht, dann gehe ich gleich runter und gucke mir den Rest an. Lass mich raten, das geht auch nicht. Das sieht nach einem Tunnel aus, oder? Ja, und ein ziemlich gut befestigter. Könnt ihr ihn öffnen? Nein, aber ich bezweifle sowieso, dass er uns in die Burg führen würde. Vielleicht haben wir später eine Verwendung für ihn. Rein da! Meine Güte. Ja, gut, der geht auch nicht. Wie erwartet. Was? Hallo? Leute? Legt eure Ärsche? Ich glaube, die haben ja gerade ein kleines Problem. Einfach nur keinen Bock. Ja, das ist, glaube ich, wo am meisten. Weder das oder das Spiel hat jetzt gerade einen Totalausfall. Falsch rüber besser. Leute? Skrim? Joko? Hallo? Weiß es nicht. Joko gerade fest? Die ist gerade auf der Insel und kommt nicht runter. Aber jetzt. Ach, jetzt. Aber ich scrimm, was ist das denn? Ich sagen, dass sie gerade Schuss haben oder so. Was zum ihr schon wieder? Wie, was tut ihr hier? Was tut ihr hier? Und warum habt ihr das Lager verlassen? Was? Da fragt ihr noch? Nachdem ihr und euer Freund diesen Landstrich mal wieder in ein verdammtes Schlachtfeld verwandelt habt? Vergebt mir, aber ich will nicht als Kollateralschaden eines Lichtbringers der Reinheit oder eines nordtandischen Bogenschützen enden. Verständlich. Wie auch immer, wir brauchen eure Hilfe. Dieser Schmugglertunnel in der Nähe der Grenze nach Utran. Wisst ihr, wie wir ihn aufbekommen? Und wenn ja? Dann würden wir es sehr zu schätzen wissen, wenn ihr uns davon erzählt. Schon klar. Aber ich meine, was kriege ich im Gegenzug? Bitten euch nicht. Ich habe Gold. Ich habe Gold, wenn ihr das meint. Nein, ihr missversteht mich. Es geht mir nicht um Gold. Was ich will, ist mein Gepäck wieder. So einfach. Ich war nämlich im Gebüsch, um mich zu erleichtern, als die Utraner über die Grenze kamen und musste fliehen. Und ihr wollt, dass wir es für euch zurückholen, richtig? Das wäre großartig, ja. Ich kann es nicht riskieren, alleine danach zu suchen. Schon gar nicht ohne Waffe. Und selbst wenn... Schon gut. Wir finden euer Gepäck für euch. Nein, tun wir nicht. Hör her, Freundchen. Mir ist klar, dass dir das Schicksal übel mitgespielt hat. Aber uns geht es nicht anders. Gib uns den Schlüssel und zwar sofort. Aber... Sofort. So viel zum Thema nicht mein Feind, was? Ne. Na schön. Sieht so aus, als hätte ich keine Wahl. Ja, ich weiß von dem Tunnel. Dem einen im Nordosten zumindest. Einige der Flüchtlinge haben dort ihr Glück versucht. Aber nach dem, was ich mitbekommen habe, haben diese Utraner sie am anderen Ende geradewegs wieder rausgepflückt. Hat ihnen also nicht viel gebracht. Soweit ich weiß, hat einer der Flüchtlinge den Schlüssel in der Nähe des Lagers versteckt. Unter einem Stein. Für den Fall, dass es noch jemand versuchen will. In der Nähe des Lagers unter einem Stein ist nicht gerade genau. Direkt vor dem Gottstein. Ihr könnt es nicht verfehlen. Gut, danke für die Hilfe. Naja, ist ja nicht so, als ob ihr mir eine große Wahl gelassen habt. Jetzt verzeiht, ich habe zu tun. Sicher doch. Es war ja immerhin Goa, der... Warum habt ihr das getan? Weil ich keine Lust habe, Botenjunge zu spielen, während unsere Truppen unter Beschuss stehen. I know. Ich weiß das würdigen. Danke, dass du das Arschloch bist, Goa. Ja, und nicht ich. Wo ich das ja gerne sein möchte... Hier nicht noch irgendwas? Naja, ist egal. Wir können später danach suchen. Erstmal ist es wichtig, dass wir hier die Quest voranbringen.
haben wir bald ein kleines Problem. Denn. Halt! Jetzt. Der Schlüssel. Aber gleich beim Gottstein. Ja, das ist der. Fündig geworden? Ja, glaube ich zumindest. Wir werden es ausprobieren müssen. Los, finden wir diesen Tunnel. Der Flüchtling meinte, er sei im Nordosten. Ach, im Nordosten? Ah, okay, dann ist der da. Die vernichten gerade alles. Scheiße. So, da wären wir. Ich denke, es ist am besten, wenn einer von uns den Weg auskundschaftet. Und schicken. Gor schicken. Gor? Gor kann das. Gor ist gut. Ja, nee. Gor ist Magier. Schicken. Mich. Ja, okay. Gor, ihr solltet als Erster gehen. Gut. Was, wenn ich durch bin? Werdet ihr mir folgen? Nein. Am vernünftigsten wäre, einen Gottstein zu finden und zu entzünden. Dann können wir uns dazu teleportieren. Verstanden. Dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Jo. Jetzt. Nichts. Egal. Ich glaube, du musst... Gor ist ja schon weg. Alles in Ordnung? Oh, wir haben schnell. Sie sind jetzt auch dort. Fuck off. Zerrist. Wo sind die Truppen? Ah, sehr gut. Ja, so gut wie. Ja, du musst den steuern, oder? Wie nicht. Halt doch, da ist er doch. Oh, da ist schon Gottschein. Das ging jetzt lustigerweise mit dem Gottstein. Fuck. Gute Arbeit. Gern geschehen. Jetzt finden wir Myra und dieser Runenträger. Warum sagt er gern geschehen? Keine Ahnung. Wo es Gor war. Ja. Okay, jetzt ist hier höchste Eisenbahn. Gut, das nächste Mal also nur Türme. Und naja gut, Einheiten sind zwar auch nicht so unwichtig, aber. Kleiner Kumpel. Das war ein Eiserner, oder? Nice. Dass sie die Eisernen wieder hier reingebracht haben. Weiß ey. Nehmen das ganze Lager auseinander. Din don, din don. Aroniers Licht. Eindringlinge! Myra! Renn! Myra, renn! Nein, ist in Ordnung. Bleib stehen! Fuck you. Oh, es war schon. Was für ein Kampf. Sehen wir nach, ob sie die Rune bei sich haben. Erlangt die Rune. Interessant. Sie hat sich mit euch verbunden. Ebenso wie die Dakaine euch damals gegeben hat. Das heißt, ihr solltet jetzt dazu in der Lage sein, Myra zu kontrollieren. Dann los, finden wir sie. Ja, dann durch! Na hier, da ist ein Tor. Kommen wir doch durch, oder? Wenn nicht durch. Ach komm, Mann, oh! Wieso so ein scheiß Umweg? Doch gar keinen Sinn. Weil das Tor nicht offen ist, deswegen. Ach wirklich? Aber wir sind gerade auf der Innenseite des Tores und können es nicht öffnen. Nein, wir können es nicht öffnen. Ja, weil es scheiße ist. Ich sag dir Lederrüstung. Yeah, super. Das ist total wichtig. Ich stehe da unter Zeitdruck und
Wow, fuck, ey. Lyra, renn! Aber warum bist du nicht weitergerannt, Lyra? Lady Myra? Lady Myra. Bei den Wächtern. Das ist seltsam. Wie fühlt ihr euch? Wie fühlt ihr euch? Seid ihr verletzt? Wie fühle ich mich? Bin ich verletzt? Isgrim! Was ist das, Isgrim? Was ist mit dir passiert? Sie steht immer noch unter dem Bann der Rune. Ich glaube, dass sie nicht in der Lage ist, Fragen zu verstehen. Oh. Ihr solltet versuchen, ihr einen direkten Befehl zu geben. Oh. Was nun? Was nun? Befehlt ihr, den Angriff auf die Festung einzustellen? Befehlt euren Männern, ihre Waffen niederzulegen und den Angriff auf Burg Vastel einzustellen. Aber schnell. Haus Utran ist fortan mit Nortanda alliiert. Ich werde meinen Männern befehlen, ihre Waffen niederzulegen und den Angriff auf Burg Vastel einzustellen. Das war ich knapp. Haus Utran ist fortan mit Nortanda alliiert. Ich werde meinen Männern befehlen, ihre Waffen niederzulegen und den Angriff auf Burg Vastel. Das haben wir schon. Sie klingt anders als in Molandir, findet ihr nicht? Ja, das liegt vermutlich daran, dass ich ihr Geist erst gewöhnen muss. Gut, dann zurück zu Anger. Sobald wir dafür gesorgt haben, dass er in Sicherheit ist, marschieren wir zurück nach Molandir. Wir haben getan, wofür wir gekommen sind. Molandir, der... Ich bin doch noch gar nicht... Ich wollte da doch noch gucken. Ich meine, hallo? Das mag ich nicht. Das mag ich überhaupt nicht. Gut, jetzt zerstört diese verdammte Rune. Sollten wir sie nicht wenigstens zuerst untersuchen? Ich meine, wir wissen nicht, was... Seid ihr taub? Zerstört sie! Na gut, ich werde mich darum kümmern. Aber dazu muss ich allein sein. Ich muss mich konzentrieren. Versucht ihr, mich hereinzulegen, Zwerg? Ich schwöre, wenn ihr... Gut, dann kommt mit. Kommt mit und blafft mich weiter an, denn das ist der beste Weg, dafür zu sorgen, dass ich einen Fehler mache und mit der Rune das Hirn eurer Schwester zum Explodieren bringe. Ist es das, was ihr wollt? Na gut, ihr bekommt eure Privatsphäre. Ich werde in der Zwischenzeit ein Bett für Myra finden. Und sie braucht Wasser. Dringend. Folgt mir, Tahar. Macht sich nur Sorgen. Ich wollte aber nicht nach Molandir, ich wollte dort bleiben und die Gegend auskundschaften. Sind die halt die Klappe, Erzähler! Halt die Klappe! Der Former unübertroffen. Eines ist gewiss. Er macht uns wahnsinnig. Keines ihrer Wunderwerke. Gut, da wären wir. Ja. Isgrim, was ist los? Ich werde es nicht tun. Was? Ihr habt mich gehört. Ich werde diese Rune nicht zerstören. Ich? Macht ihr Witze? Über dieses Ding kontrolliert die Reinheit Myra. Ja, vielleicht. Aber trotzdem, Tahar. Es gibt da etwas, das ich euch noch nicht erzählt habe. Ich habe es erst vor einer Woche rausgefunden. Ich höre. Die Former. Ich kenne jetzt ihr Geheimnis. Ich weiß, wie sie es geschafft haben, so lange zu existieren. Und warum es niemand wagte, sich ihnen zu widersetzen. Nicht einmal die Drachen. Ich kenne das Geheimnis ihres Friedens. Die Rune. Ja. Es ergibt jetzt alles Sinn. Die Former haben diese Runen benutzt, um zu kontrollieren. Um Stabilität zu garantieren. Sie haben ihre eigenen Leute versklavt, indem sie Gedankenkontrolle ausgeübt haben. Wollt ihr darauf hinaus? Versklavt? Dann ist ein Mörder, den man hinter Gitter bringt, auch ein Sklave, weil man ihm seine Freiheit raubt? Nein, Tahar. Sie haben diese Runen dazu verwendet, ihr Reich vor Feinden zu schützen. Vor Inneren und vor Äußeren. Bei Nidhalf ist es denn so schwer zu verstehen? Das ist der Grund dafür, dass es keine Kriege gab, keine Umstürze, keine Rebellionen. Weil die Former die Macht hatten, Fehlgeleitetheit zu korrigieren, zu heilen. Und das Beste daran... Die Kontrollierten haben nicht einmal gelitten. Ihre Sichtweisen wurden einfach nur angepasst und sie konnten ein normales Leben führen.
Was hat das jetzt mit seiner Schwester zu tun? Ich meine, ja, ich verstehe das, was er meint, aber... Lass doch seine Schwester einfach wieder seine Schwester sein. Also, okay, Herr Myra ist jetzt eine Maschine. Was ist mit den Unkriegern über sie? Myra okay. Utran wirkte aber nicht, als führe sie ein normales Leben. Sie verhält sich wie eine Maschine. Ja, weil weder wir noch die Reinheit das Potenzial der Rune auch nur ansatzweise erfasst haben. Wir sind Amateure, verdammt! Ist das nicht offensichtlich? Was ist mit den Geistern, die diesen Ort bewacht haben? Sie wurden nicht einfach nur ein bisschen neu angepasst. Ja, wahrscheinlich haben ihre Verbrechen eine schwere Strafe erfordert. Ist das nicht eine poetische Form der Gerechtigkeit? Anstelle der Hinrichtung eines Straftäters wird er dazu gezwungen, diejenigen zu beschützen, denen er hatte Leid zufügen wollen. Denk doch einfach nur daran, welche Möglichkeiten eine solche Magie birgt. Und das haltet ihr allen Ernstes für eine gute Sache? In der Lage zu sein, den Verstand eines Menschen nach den eigenen Vorstellungen umzugestalten? Hört her, Taha, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Mir ist klar, dass in dieser Macht auch Gefahr liegt. Aber sie liegt doch in jeder Form der Magie. Verflucht, ihr seid Magier. Tausende würden euch brennen sehen wollen, nur weil sie sich vor dieser Macht in euch fürchten. Eure Magie ist wie die Rune auch ein Werkzeug. Versteht ihr das denn nicht? Und ein Werkzeug ist weder gut noch schlecht, sondern ein Potenzial. Und dieses Potenzial in meinen Händen, Taha, birgt die Chance, die Welt endlich zu einer besseren zu machen. Okay, Mr. Weltherrschaftszwerg. Was ist also der Plan? Mit der Macht der Rune ein zweites Formerreich zu erschaffen? Nein, sie einfach nur für das höhere Wohl einzusetzen. Für uns, für unseren Kampf, für die Schlacht gegen diese Wahnsinnigen. Verfluchter Haar, dieser Stein könnte der Schlüssel sein, den ich all die Zeit über gesucht habe. Der Schlüssel zu Stabilität und zu Frieden. Ich werde ihn nicht zerstören. Mein Schatz. Ihr habt den Verstand verloren. Iskrim, beruhigt euch. Es muss einen anderen Weg geben. Beruhigt dich mal, Iskrim. Ja. Iskrim, ihr könnt nicht klar denken. Es muss einen anderen Weg geben. Gibt es nicht. Iskrim, ihr habt es selbst gesagt. In Myras momentanem Zustand kann sie uns nicht dabei helfen, die anderen Häuser für uns zu gewinnen. Und ohne die werden wir Grauschanze niemals zurückerobern. Rune hin oder her. Bitte, vertraut mir. Diese Rune muss zerstört werden. Gut, ich werde es tun. Aber ich tue es für euch. Ich hoffe, das ist euch klar. Und sobald dieser Kampf hier beendet ist, werde ich meine Suche aufs Neue beginnen. Und nein, ihr werdet mich nicht davon abhalten. Ganz gleich, was ihr denkt. Diese Macht kann Gutes tun. Ich weiß es einfach. Trotzdem werden wir ihn wieder davon abhalten. Sei verflucht, Taha. Sei verflucht. Das war's. Geht und seht nach Myra, Taha. Ich brauche Zeit. Okay, stell keine unanständigen Sachen mit dem Stein an. Den Restklumpen. Der Stein ist kaputt. Ich glaube nicht, dass er noch irgendwas damit anstellen kann. Naja, spielt Puzzle. Ich verstehe nicht. Was meinst du mit kalt? Ich weiß es nicht, Angar. Ich fühle mich einfach anders. Hi. Okay. Juhu. Taha! Was? Was ist geschehen? Hat der Zwerg die Rune zerstört? Ja und nö und ja und nö und ja. Fokusregeneration. Alle Attacken mit weißen Schaden fügen geschwächten Gegnern höheren Schaden zu. Ja, why not? Sollen wir sowieso machen. Es hat mich Überzeugungsarbeit gekostet. Ja, hat er. Ja, hat er. Einfach hier. Verstehe. Nun, irgendetwas stimmt nicht. Die Kontrolle ist gebrochen, aber Myra, sie ist anders. Anders? Myra? Ich weiß nicht. Ich fühle mich seltsam, kalt. Seht ihr? Diese verdammte Rune, sie hat etwas mit ihrem Geist angestellt. Kalt. Was meint ihr mit kalt? Dunkel, leer. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Vergebt mir. Okay. Auf Schulterpatter. I know it feel. Aber ihr wisst, wer ihr seid, oder? Ich bin
Herrin Myra Emmeline Arandir, drittgeborene Tochter des Hauses Utran. Hm. Da stand drauf des Hauses Arandir. Es wird ja bald wieder besser gehen. Aber die Rune ist vernichtet. Aber die Rune ist doch vernichtet. Das ist ja der springende Punkt. Ihr Geist muss, ich weiß nicht, dauerhaft Schaden genommen haben. All das. Es hätte niemals passieren dürfen. Niemals. Myra, du solltest dich jetzt ausruhen. Vielleicht liegen die Dinge ja morgen schon wieder anders. Natürlich, Bruder. Wenn du es sagst. Kommt. Wir sollten eure Gefährten versammeln. Wir haben etwas zu besprechen. Aber jetzt hier kein Zwergenschubsen spielen oder so, ne? Gut. Jetzt, wo meine Schwester in Sicherheit ist und wir die Armee Utrans auf unserer Seite haben, müssen wir das weitere Vorgehen diskutieren. Wie ich bereits angedeutet habe, gibt es noch zwei Probleme, um die wir uns kümmern müssen, bevor wir ein Konklave mit Halid und Wulfgar in die Wege leiten können, um Grauschanze zurückzuerobern. Lakaiens Eiserne und die Streitkräfte Leonidas. Eiserne? Ihr meint diese riesigen laufenden Rüstungen? Oh. Ja, wir müssen den Ort zerstören, an dem die Reinheit sie fabriziert. Und wir müssen Amaria Leonidar vernichten, die sich mit ihr verbündet hat. Haus Leonidar hat die mächtigste Armee in Northanda. Wäre es nicht klüger, zuerst ein Bündnis mit Wulfgar und Halid zu schmieden und uns erst dann um sie zu kümmern? Vielleicht, aber Leonidar kontrolliert die Grenzen. Mit anderen Worten, solange die Eiserne und sie nicht aus dem Weg geschafft sind, sind Haus Halid und Haus Wulfgar gefangen. Habt ihr irgendeine Vermutung, was diese Eisernen eigentlich sind? Golems? Ich bezweifle es. Sie tragen die magische Signatur eines Menschen. Ich fürchte, wir werden die Antwort noch früh genug erfahren. Aber ich bin mir sicher, dass die neue Magie des Boten, das Allfeuer, eine Rolle darin spielt. Wenn das stimmt, was sollen wir gegen sie unternehmen? Nun, meine Späher meinen, es gäbe einen Ort, wo die Reinheit sie schafft. Die große Schmelze. Wie sie sie wohl nennen. Sie befindet sich am Saum der Windwallberge. Also werden wir nach Windwall reisen und diesen Ort dem Erdboden gleich machen, richtig? Ja, ich weiß, dass es simpel klingt, aber das wird es nicht werden. Wir können uns sicher sein, dass die Reinheit alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um die Schmiede zu beschützen. Warum hat Amaria Leonidar sich überhaupt mit dem Boten verbündet? Warum? Weil sie vermutlich die glühendste Anhängerin seiner Lehre ist. Sie war die erste wirklich einflussreiche Northanderin, die Reue gezeigt hat, als Lakaien seine Religion begründet hat, und auch die erste, die ihm bedingungslose Loyalität erklärte, als er sein wahres Gesicht gezeigt und Graufurt übernommen hat. Könnte das auch damit in Zusammenhang stehen, was während der Magierkriege geschehen ist? Dass ihre Söhne in der letzten Schlacht vor Graufurt gefallen sind? Ziemlich wahrscheinlich sogar. Wusstet ihr, dass sie versucht hat, sich das Leben zu nehmen? Das war nur ein paar Monate nach dem Ende der Kriege. Also ja, ihre Loyalität gegenüber der Reinheit hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit ihrem Verlust zu tun. Sie verachtet auch euch, Taha, aus der Tiefe ihres Herzens, da ihr das Kind des Verräters seid. Überraschung. Schlecht. Wie wollt ihr sie neutralisieren? Wir können nicht einfach in Leonidar einmarschieren, das wäre Selbstmord. Tja, und hier kommt uns der Zufall ausnahmsweise mal entgegen. Amaria Leonidar hat am Auge Stellung bezogen. In den Sumpflanden? Warum? Das weiß ich ebenso wenig wie ihr. Aber vermutlich hat es etwas mit dem alten Laboratorium eures Vaters zu tun. Ich bezweifle, dass Lakaien damit fertig ist. Amaria Leonidar führt also eine Armee? Wie? Ich wusste gar nicht, dass sie etwas vom Kriegshandwerk versteht. Naja, mit einer Ideologie wie der der Reinheit müsstet ihr auch nicht so sonderlich viel davon verstehen. Tötet und foltert einfach jeden, der sich euch nicht anschließt. Aber das ist nicht alles. Es heißt, der Bote habe ihr, wie soll ich sagen, ein Geschenk gewährt. Als Zeichen der Dankbarkeit für ihre Loyalität. In anderen Worten, magische Kräfte, vielleicht sogar ein Teil der Energie des Allfeuers
Und nein, ich weiß nicht, ob das nur Gerüchte sind, aber wir sollten uns darauf vorbereiten. Das wird jedenfalls eine heftige Schlacht. In der Tat. Deshalb brauchen wir eine gute Strategie. Okay. Gut, dann sollten wir mit den Planungen beginnen. Ja, ich werde hier sein, wenn ihr mich braucht. Sprecht mit an. Korporalter H? Ja. Korporalter H? Befreiter Toron, oder? Was gibt's? Neuigkeiten, Herrin. Schlechte Neuigkeiten. Sprich. Unsere Späher. Sie haben etwas berichtet. Ein Drache ist in der Nähe der Schlucht aufgetaucht. Was? Ein Altdrache. Okay. Ein Altdrache? Meinst du... Ja, aus den Legenden. Was? Aber die Altdrachen schlafen doch seit Jahrhunderten. Offensichtlich nicht mehr. Und du bist dir sicher, dass das kein Irrtum ist? Ja, die eisernen Falken haben 3 in Fetzen gerissene Hüter gefunden, deren Wunden nur von einem Altdrachen stammen können. Was aber noch viel beunruhigender ist, ist die Tatsache, dass die eisernen Falken davon ausgehen, dass besagter Drache auf dem Weg zu uns ist. Warum das? Ich weiß es nicht, Korporal. Wie lauten eure Befehle? Wir müssen sicherstellen, dass es sich nicht nur um ein Gerücht handelt. Wir müssen sicherstellen, dass es sich nicht nur um ein Gerücht handelt. Aber wie? Ich bin nur ein Späher, ja. Korporal. Anga geht's aber gut. So wie ich das sehe, haben wir nur 2 Optionen. Warten oder handeln. Wenn wir warten, kann es passieren, dass der Drache Mulandir angreift. Zu einem beliebigen Zeitpunkt. Wenn wir handeln, sind wir zumindest die, die entscheiden, wann es zum Kampf kommt. Da hast du recht. Wo ist der Drache jetzt gerade? Auf dem Weg nach Mulandir? Nein, ich glaube nicht. Laut den Falken hat er sich seit ein paar Tagen in einer kleinen Oase in der glühenden Wüste niedergelassen. Eine 1-2 Tagesreise von Aoniers Klinge entfernt. Was sollen wir tun, Korporal? Ich weiß, dieser Krieg verlangt euch bereits all eure Energien ab. Aber wir können doch nicht einfach tatenlos zusehen, wie dieses Wesen über uns herfällt, oder? Wir töten ihn, wir werden sehen. Ich werde mir diese Oase ansehen. Uns die Oase ansehen? Oder wenn wir ihn töten? Willst du ihn töten? Du willst einen Drachen töten? Nein, eigentlich nicht. Ich möchte ihn angucken. Kommen wir zur Oase. Ja. Ich werde mir diese Oase ansehen. Verstehe. Wollt ihr, dass ich den anderen davon erzähle? Das tue ich selbst, sobald wir aufbrechen. Wegtreten, Gefreiter. Herrin? Okay. Ah, endlich kann ich weiterlaufen, denkt sich Anga. Der Typ ist endlich verschwunden. Habt ihr eigentlich Familie? Erben? Die Frage kam unerwartet. Ist sie so schwer zu beantworten? Nein, ist sie nicht. Ich habe keine Familie. Abgesehen von meinen Schwestern. Wie kommt's? Nun, ich schätze, da muss ich etwas ausholen. Setaha, ich wusste schon immer, wie mein Leben eines Tages aussehen würde. Schon lange bevor es wurde, wie es ist. Haus Arandir ist eines der ältesten Adelshäuser Nortandas. Und das Leben eines jeden Sprösslings ist vom Moment seiner Geburt an bereits vorherbestimmt. In meinem Fall war es schon immer klar, dass ich einmal Lord Marschall der königlichen Armee werden würde. Dann haben euch eure Eltern dazu gezwungen, diesen Weg einzuschlagen? Drücken wir es so aus. Es war meine Pflicht. Natürlich hätte ich aufbegehren können. Aber schon damals war mir klar, dass die Bedürfnisse der vielen schwerer wiegen als die der wenigen. Sicher hatte ich auch meine Kindheitsträume, ja. Aber dafür meine Eltern und das Reich zu verraten, war nie eine Option. Kommandant der königlichen Armee klingt für mich ziemlich nach einem Kindheitstraum. Das stimmt wohl. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass wir Arandirs von Anfang an dazu erzogen wurden. Ich wusste schon von klein auf, dass das Leben eines Militärs wenig mit den Geschichten von heldenhaften Rittern in schimmernden Rüstungen zu tun hat. Und in der Jugend träumt man eben oft von dem, was man nicht hat. Die Tochter des Fischers sehnt sich nach einem Leben als Prinzessin. Wohingegen sich die Prinzessin vielleicht nach einem charmanten Vagabunden sehnt, der sie an ferne Orte bringt, weit weg von Etikette, ernst reinblickenden Gouvernanten und arrangierten Hochzeiten.
Und wovon habt ihr geträumt? Auch von einem charmanten Vagabunden, der euch an exotische Orte entführt? Sehr witzig. Einer meiner Onkel war ein Seemann. Sein Familienzweig war bei weitem der unbedeutsamste. Aber wenn er zu Besuch war, wich ich keine Minute von seiner Seite. Er war in Kalaya und hat dort das Blutorakel getroffen. Und in Empyria, bei den großen Kolosseen. Und einmal hat er sogar die ganzen Winterlande umsegelt. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass für einen 8-jährigen Jungen seine Geschichten um einiges spannender waren als mein Unterricht in Mathematik, Geschichte und Politik. Und mehr als einmal lag ich nach seinen Besuchen abends wach im Bett und habe mich gefragt, wie es wohl wäre, einfach meine Sachen zu packen, auf einem Handelsschiff anzuheuern und all die Wunder mit eigenen Augen zu sehen, von denen er immer erzählt hatte. Ein alberner Traum, sicher. Aber trotzdem, er existierte. Ich finde, okay, aber ihr habt niemals ernsthaft darüber nachgedacht, ein Seemann zu werden? Ist euer Onkel noch immer am Leben? Boah, viele Fragen. Aber ihr habt nie ernsthaft in Erwägung gezogen, Seemann zu werden, oder? Nein, ich war jung, ja. Aber ich war kein Dummkopf. Selbst wenn mir Dinge wie Pflichterfüllung und Loyalität einerlei gewesen wären. Mir war klar, dass mein Onkel natürlich immer nur von der Schokoladenseite seines Lebens erzählte. Von der Nacht, als ihn ein Schneesturm 3 seiner Finger kostete. Oder warum er immer eine Flasche Branntwein bei sich trug, hat er nie erzählt. Lebt euer Onkel noch? Nein. Sein Schiff sank, als ich 14 Winter alt war. Ihr hättet es versuchen sollen. Ja. Ich denke, es war die richtige Entscheidung zu machen. Ihr hättet es zumindest versuchen sollen. Man lebt nur einmal. Danke für den Rat. Aber wie dem auch sei, wir schweifen ab. Stimmt. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum euch eure Position als Lord Marschall davon abgehalten hat, eine Familie zu gründen. Es war eine Entscheidung. Liebe und Heirat sind ebenso eine Pflicht wie alles andere. Man kann kein guter Ehemann oder keine gute Ehefrau sein, wenn man sich der Ehe nicht voll verschreibt. Und dasselbe gilt, noch viel mehr sogar, für die Elternschaft. Und je höher ich aufstieg, desto klarer wurde mir, dass ein Mann in meiner Position, einer von dessen Entscheidungen das Leben Zehntausender abhängt, sich nur einer einzigen Sache verschreiben sollte und darf. Seiner Pflicht. Richtig. Und glaubt mir, ich weiß, wie pathetisch das klingt. Aber es ist die Wahrheit. Ich entschied mich dafür, keine Familie zu haben, weil das Reich meine Frau ist und seine Bewohner meine Kinder sind. Jemand anderen in mein Leben zu lassen, hätte bedeutet, sie zu hintergehen. Ja, gut, verständlich. Oh, wow, so viele Fragen noch. Okay, go. Was ist mit der Arandir-Blutlinie? Wer wird euren Namen fortführen, wenn ihr keinen Erben habt? Wer wohl? Meine Schwester Myra. Ist sie nicht Witwe? Ja. Ihr Mann, Lord Utran, fiel in den Magierkriegen. Aber sie ist noch jung und wenn wir diesem ganzen Wahnsinn erst einmal ein Ende gesetzt haben, werde ich sie dazu ermutigen, einen neuen, passenden Gefährten zu finden. Aber es gibt doch auch Kommandanten mit Familie. Ja, und sie zahlen einen Preis dafür. Wenn mich das Leben eines gelehrt hat, dann, dass Exzellenz absolute Hingabe erfordert. Und angesichts der Verantwortung, die ich habe, kann ich mir einfach keinerlei Ablenkung erlauben. Wohnenswerte Einstellungen. Ihr seht das zu eng und das klingt irgendwie traurig. Ach, ich finde das traurig, ne? Joa. Das klingt irgendwie traurig. Tut es das? Wie auch immer, wir haben genug Zeit vergeudet. Ihr wolltet eine Antwort und ihr habt sie bekommen. Gibt es sonst noch was? Ja, gut. Ich muss weiter. Bis dann. Tiaras Segen. Absolut. Der Weg führt aus. Okay. Haben wir uns dann noch ziemlich viel vorgenommen. Ich werde dann also später nochmal probieren, auf diese eine Map zurückzukehren. Bin ich drastisch aus. Und, naja, würde ich ansonsten sagen, shit happens. Also, bis zur nächsten Folge.